Wenn du nur 4 Stunden pro Woche arbeiten müsstest, trotzdem überdurchschnittlich viel verdienst und deine Zeit und Geld investieren könntest, um zu reisen, neue Sachen zu lernen oder zu tun, worauf immer du Lust hast, dann lebst du nach der 4-Stunden-Woche von Tim Ferriss. Ich fasse euch das Ganze mal ein bisschen zusammen, auch wenn das im ersten Moment klingt wie so ein schlechtes Online-Verkaufsvideo. Gebt euch meine eigene Meinung zu dem Buch und sage euch, ob ihr euch das kaufen solltet oder nicht. Aber bevor wir anfangen, erstmal hi und herzlich willkommen. Mein Name ist Luis, ich studiere Wirtschaftsinformatik und hier auf meinem Kanal findest du Tipps, Tricks und Themen generell zum Studium, zur Arbeit oder allgemein zum Leben, die dir weiterhelfen könnten. Und heute geht es um das Buch Die 4-Stunden-Woche. Vorab erstmal kurz zum Autor. Tim Ferriss ist ein US-amerikanischer Bestseller-Autor, hat neben dem Buch noch den 4-Stunden-Körper geschrieben, auch ein New York Times-Bestseller, wenn ich mich gerade nicht täusche. Und hat aktuell auch schon seit langer Zeit einen sehr erfolgreichen Podcast mit der Tim Ferriss Show. Da lädt er sich auch regelmäßig sehr große Namen ein, wie LeBron James, Michael Phelps, Arnold Schwarzenegger und viele mehr, die dann quasi ein bisschen darüber reden, wie sie erfolgreich sind, was sie erfolgreich macht und viele andere Themen, auch persönlichere Themen. Also definitiv auch empfehlenswert, aber heute gehen wir erstmal auf das Buch Die 4-Stunden-Woche ein. Inhaltlich hat er das Buch in 4 Hauptkapitel aufgeteilt. Jedes hat einen eigenen Buchstaben und dabei ergibt sich das Wort Deal, also Deal. Dafür steht das D für definieren, das E für eliminieren, das A für Automation und L für Liberation. Ich fasse euch mal ganz, ganz kurz zusammen, worum es in den einzelnen Kapiteln geht. Und zwar starten wir mit dem D, wie definieren. Dabei geht es darum, dass man sich ein bisschen konkreter festlegt, was brauche ich und wofür brauche ich das eigentlich. Weil selten hat man einen genauen Plan, wie viel Geld man eigentlich für sein Traumleben braucht oder wie viel Freizeit man auch braucht, um beispielsweise die Reisen zu tun, die man unbedingt haben möchte. Tun möchte, machen möchte, haben möchte. Von da aus kommt man dann zum E wie eliminieren. Da geht es quasi darum, dass man erstmal sein Leben so ein bisschen strukturiert, unnötige Aktivitäten, die viel Zeit fressen, los wird und stattdessen sich mehr darauf konzentriert, was man selber vorhat und was man selbst zu tun hat, um zu diesem Punkt zu kommen, wo man quasi freier ist. Nachdem man dann die Summen herausgefunden hat und ungefähr weiß, wo die Reise hingeht, kann man anfangen, sein Leben und die Arbeit alles so ein bisschen mehr danach auszurichten. Und darum geht es dann beispielsweise im zweiten Kapitel beim Eliminieren, dass man bestimmte Sachen, die einen nicht weiterbringen oder unnötig viel Zeit kosten, aus diesem Alltag entfernt und so zielgerichteter auch arbeitet. Im dritten Kapitel sagt Tim Ferriss dann, dass man, sobald man weiß, was ist wichtig, was ist unwichtig, anfangen kann, outzusourcen und zu automatisieren. Das heißt, viele Sachen kann man entweder an Programme outsourcen, die das automatisch abwickeln, oder wenn das nicht geht, an Personen oder Dienstleister, die das für einen tun. Und sobald man definiert, eliminiert und automatisiert hat, kann man sich der Liberation widmen, wobei wahrscheinlich kein Mensch in Deutsch sagen würde Liberation, sondern eher sowas wie Befreiung, Freiheit, irgendwie sowas. Und da geht es darum, dass man sich erstmal physisch von seinem Arbeitsort trennt, indem man ins Homeoffice geht. Und als nächstes sich aber auch wirklich voll und ganz von dem Job trennt, also kündigt und sich dem eigenen Unternehmen widmet, bis das mehr oder weniger von alleine läuft. Und dann ist man frei, hat genug Zeit, genug Geld, um sich dem Traumleben zu widmen. Nachdem wir jetzt reich und frei sind, müssen wir noch mal kurz ein bisschen zurückschauen und gucken, wie realistisch ist das Ganze eigentlich. Und man muss dazu sagen, dass dieses Modell, das Tim Ferriss in seinem Buch beschreibt, ist erstmal nur für Leute anwendbar, die auch von zu Hause arbeiten können überhaupt. Für viele Handwerker oder viele andere Berufe geht das natürlich gar nicht. Homeoffice kann man natürlich in vielen Fällen gar nicht machen. Deshalb muss man sich da schon was anderes überlegen. Außerdem darf man nicht vergessen, dass das Buch auch von 2007 ursprünglich ist. Und auch wenn sich das gar nicht mal so lange anhört, sind das mittlerweile schon 14 Jahre. Und in der Zeit ist krass viel passiert. Also sowohl technologisch als auch sonst wie auf der Welt. Viele Sachen davon sind nicht mehr so wirklich anwendbar, wie ein Online-Shop für Sport-DVDs oder so hat er da, glaube ich, vorgeschlagen. Und ich glaube, das würde heute nicht mehr so gut funktionieren. Trotzdem muss man dazu sagen, dass viele Punkte und Prinzipien, viele Themen, die er in dem Buch bespricht, sich gar nicht so sehr auf das Geschäftsmodell oder andere Sachen beziehen, sondern auf persönliche Sachen wie, wovor hat man Angst, was hindert einen davor, Sachen zu tun oder nicht zu tun und vieles, vieles mehr, was super interessant ist, egal ob man vorhat, ein eigenes Unternehmen zu gründen, ob man wirklich diese 4-Stunden-Woche anstrebt oder nicht. Viele Sachen sind mega interessant und können auch bei der alltäglichen Arbeit helfen. Und deshalb würde ich sagen, dass das Buch insgesamt definitiv empfehlenswert ist. Genau, also insgesamt ein sehr empfehlenswertes Buch.
Ich habe es selbst schon zweimal gelesen und muss auch sagen, es ist noch nicht ohne Grund schon seit vielen Jahren Bestseller auf Amazon in seiner Kategorie oder auch auf vielen anderen Websites. Ich verlinke euch das Ganze mal in der Videobeschreibung unten drin. Und ansonsten war es das auch schon für heute. Ich hoffe, ihr habt jetzt eine grobe Vorstellung davon, worum es in dem Buch Die 4-Stunden-Woche geht. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne mal ein Like da, weil dann weiß ich ungefähr, was euch interessiert, was euch weniger interessiert und kann die Videos ein bisschen danach ausrichten. Und dann wünsche ich euch noch einen Hammertag. Wenn ihr Interesse habt, könnt ihr gerne mal im letzten Video vorbeischauen. Da geht es um viele ähnliche Themen. Auf meiner persönlichen Ebene, da erkläre ich euch ein bisschen, was ich in 2020 für mich selber mitgenommen habe. Das könnt ihr direkt mal hier oder da oder irgendwo im Video auschecken. Und dann sehe ich euch beim nächsten Video. Macht's gut.